Lass mich versprechen dann. Tut mir leid, kein Interesse. 50, das ist ja wohl unverschämt. 20 tun's auch. Tut mir leid, kein Interesse. Macht doch was ihr wollt. Habt ihr keine Ahnung, was euch entgeht. Pickwim Elson. Alles in Ordnung, nehme ich an. Pickwim Elson steht euch zu diesem. Ich hoffe, wir haben auf Lage nach was euch gelüstet. Wie wäre es vielleicht mit einem steifen Drink? Ein dunkles Wirbel für dunkle Zeiten. Was, meine Dame? In dieser Stadt trifft man nicht gerade auf viele freundliche Gesichter. Hm? Vor nicht allzu langer Zeit war Saldus ein schöner Ort. Dann tauchte die ganze Ballbrut hier auf. Gromny übernahm die Macht und jetzt werden wir auch noch belagert. Kann die Leute schon verstehen, weil sie keinen Fremden mehr mögen. Dennoch, das Leben und die Geschäfte gehen weiter. Zumindest einige Zeit werden wir wohl noch durchhalten. Man kann nur weitermachen und das Beste hoffen, sage ich immer. Das ist meine Philosophie. Kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Gibt es eine Möglichkeit, wie man die Stadt verlassen kann, oder sind wir ja alle gefangen? Glaubt ihr tatsächlich, ich wäre immer noch hier und würde hier meine Geschäfte betreiben, wenn ich wüsste, wie man von hier wegkommt? Nicht einmal die Magier wissen, wie man von hier fliegen kann. Sagt man zumindest. Dennoch, das Leben und die Geschäfte gehen weiter. Ja, gibt es eine Möglichkeit? Was wisst ihr über Gromny? Pah, eigentlich müsste ich jedes Mal vor Verachtung ausspucken, wenn ich seinen Namen höre, aber er ist nicht einmal die Anstrengung wert. Gromny Ilkhan ist nichts als ein Schläger, ein grausamer, feiger, kleiner Tyrann. Es war schon schlimm genug in den letzten Monaten, als nach und nach diese ganze Ballbrut hier aufgetaucht ist. Ich habe gehört, sie haben das Böse im Blut. Wenigstens haben sie niemanden belästigt oder Probleme bereitet. Zuerst räumten seine Truppen Graf Santela aus dem Weg, dann haben sie damit begonnen, die Stadtbewegung zu terrorisieren. Und jetzt befinden wir uns genau in der Mitte zwischen einem Tyrannen, den wir hassen, und einer Belagerungsarmee, die uns alle umbringen will, nur um seiner habhaft zu werden. Dennoch, das Leben und die Geschäfte gehen weiter, ja. Was ist mit Melisan? Melisan, ich wünschte, ich hätte den Namen nie gehört. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich nichts gegen sie persönlich habe. Sie ist eine anständige Frau, die sich immer Mühe gegeben hat, ihnen zu helfen, die weniger Glück im Leben hatten. Aber wisst ihr, genau das ist das Problem. Sie hat diese Ballbruch nach Saradusch gebracht, um sie zu beschützen. Jetzt ist die ganze Stadt dem Untergang geweiht. Gute Absicht und schlechtes Ergebnis. Ja, dann zeigt mal, was ihr habt. Ausgezeichnet, redet doch mit dem Barkeeper. Informiert euch über unsere Dienstleistung und darüber, was wir verkaufen. Okay. Dann du. Hm? Seid mir gegrüßt, werte Dame. In letzter Zeit trifft man mit Saradusch nur noch selten auf Fremde. Kennt ihr einen Weg in Gromnys Burg? Ich versichere meine Fürstin, davon weiß ich nichts. Mhm. Hm? Was wisst ihr über Melisan? Ja, davon weiß ich nichts. Ja. Hm? Ich möchte euch ein paar Fragen über ein gestohlenes Zauberbuch stellen. Ich sehe schon, in welche Richtung das geht. Nur ich sage euch, dass Lazarus versucht, den Falschen etwas am Zeug zu flicken. Ich war die ganze Nacht in der Schenke zum Baumstamm, ich habe auch Zeugen dafür. Ich habe mit Squid gesprochen. Er hat behauptet, er hätte das Zauberbuch gestohlen, um es euch zu geben. Ich weiß, dass ihr das Buch genommen habt, Ektan. Er spart uns einfach alle Zeit und nur Möglichkeiten und gesteht. Ich komme wieder, sobald ich die Beweise habe, dass ihr darin verwickelt seid. Ich habe mit Squid gesprochen. Gut, ich gebe zu, ich habe das Buch genommen. Ich habe es jedoch nicht bei mir. Wenn ihr mich tötet, wird Lazarus es nie zurückbekommen. Ich bin kein schlechter Mann, wirklich nicht. Ich habe das Buch nur genommen, weil ich dachte, ich könnte es nutzen, um aus der Stadt zu entkommen. Das verdankte Ding ist jedoch mit so einem Zauber versiegelt, da ist es nutzlos für mich. Lazarus verfügt über eine Schriftrolle mit Teleportieren, mit der man aus der Stadt entkommen könnte. Ich weiß es ganz sicher. Wenn ihr mir diese Schriftrolle beschafft, gebe ich euch das Buch. Wie sieht es aus? Ich bin nicht euer Butler. Beschafft euch die Schriftrolle von Lazarus selber. Nun gut, ich werde nochmal mit Lazarus sprechen. Ich denke, ich werde stattdessen einfach töten. Ich spreche nochmal mit ihm. Sprecht nicht Lazarus oder lasst es bleiben. Es ist eure Entscheidung. Bevor ihr die Schriftrolle doch nicht habt, werden wir nichts mehr miteinander zu besprechen haben. Ektan hat zugegeben, dass er das Buch gestohlen hat. Er ist nur bereit, es herauszurücken, wenn ich ihm eine Schriftrolle mit Teleportieren besorge, mit derer Hilfe er aus der Stadt entfliehen kann. Ektan ist sicher, dass Lazarus über eine derartige Schriftrolle verfügt. Ja, ein Mann namens Petty hat verwirrtes Zeug von einer Gruppe Vampire erzählt, die angeblich in der Stadt aufhalten und sich als, ja, Huren verkleiden. Sie haben ihre Operationsbasis im Abwasserkanal. Auf diesem Umweg könnte man vielleicht in die Burg gelangen, auch wenn es vermutlich ein sehr gefährlicher Umweg sein dürfte. Andererseits kann es natürlich sein, dass dieser Petty wirklich so verrückt ist, wie er wirkt, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Ja. Das mit Squid ist gestanden. Schwester Faede hat mir einen Schlüssel für das
umgebende Gefängnis gegeben. Irgendwo in dem Gefängnis gibt es einen Geheimgang, der in die Burg führt. Der Schlüssel öffnet die Tür auf der anderen Seite der Straße und diese führt in das verlassene Verlies. Die gute Schwester hat mir auch geraten, mich mit Weihwasser zu wappnen, um gegen die Untoten zu kämpfen, auf die ich Tortüs wahrscheinlich treffen werde. Eine Schankmaid in einem Wirtshaus, die ich vor ein paar unzudringlichen Soldaten bewahrt habe, erzählte, dass die Abwasserkanäle vielleicht die Möglichkeit darstellen, um in die Burg zu gelangen. Leider ist jedoch der Eingang in die Abwasserkanäle versiegelt. Vermutlich wissen nur Gormlys Männer, wie man ihn öffnen könnte. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Ja, wir... Ich quicksafe hier mal und dann probieren wir einfach mal aus, was passiert. Am besten, du nimmst die Beine in die Hand. Normalerweise habe ich nicht für unter 50, aber für euch mache ich eine Ausnahme. Folgt mir, ich weiß einen Platz, wo wir ungestört sind. Es ist nicht weit. Ja, jetzt sind wir in den Verliesen. Wir sind da, das sollte euch ein Vergnügen sein. Was geht hier vor? Wo sind wir hier? Also hatte der Verrückte doch recht. Was geht hier vor? Wo sind wir hier? Ruhe, das Blut der Balkin ist ein Nektar dafür, dass wir einiges riskieren. Auf Sie, meine Brüder. Ich warte. Oh. Hi. Wenn es das ist, was... Tschüss. Euer Mut ist mein Begehr. Okay. Das war jetzt gerade recht nett. Ich warte. Also ja, in die Abwasserkanäle kommen wir leider so nicht rein. Was ist mit dir? Bitte helft uns. Gormlys stärkt Herosinus auf die Straße und ich führte bald für die Armee vor der Stadt Saradus bis auf die Grundmauer niederbrennen. Ja, während nur die Miliz kämpft, sind Gormlys Soldaten irgendwo beschäftigt. Ah, hey, gute Frau. Kennt ihr ein paar Jungs, die vielleicht jemand, der sich ein paar vergnügte Stunden machen will? Leichen auf den Straßen, sündige Frauen, die sich selbst feilbehen. In was für einer Stadt sind wir da eigentlich geraten? Ich meine, also wisst ihr, ich wollte damit sagen, dass... Ihr habt so etwas noch nie gemacht, nicht wahr? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ihr macht einen nervösen Eindruck. Wie viel? Ihr habt so etwas noch nie gemacht. Oh, es tut mir leid, ich wusste nicht genau, wie ich eure Aufmerksamkeit erregen sollte. Ich sah, dass ich euch mit Mesan unterhalten habe. Sie sagte, ihr wolltet kommen hier finden. Bitte, er hat meine Eltern umgebracht. Ich will, dass jemand diesen Bastard tötet. Ihr und alle anderen verschwinden von hier. Ich habe keine Zeit. Ich tue, was ich kann. Ihr wollt das wirklich tun. Oh, nichts würde mich glücklicher machen. Aber wie wollt ihr in das Schloss kommen? Ich weiß es nicht. Kennt ihr einen Weg? Nein, ich wünschte, es wäre so. Es gibt Leute, die sagen, der Untergrund ist ein Gefängnis des früheren Schloss. Aber dort hat man jetzt alles verstärkt wie die Abflusskanäle. Ich habe davon gehört, dass Teil der Belagerungsarmee versucht haben, über diesen Weg hineinzukommen. Deshalb hat Gormlys alles abgeriegelt. Ich wüsste nicht, wie man überhaupt da hineinkommen soll. Nun gut, ich werde schon einen Weg finden irgendwie. Macht euch keine Sorgen, ich werde den Tod eurer Eltern rächen irgendwie. Wenn ihr nicht wisst, wie man dort hineinkommt, warum belästigt mir nicht, dann nehmen wir mal die zwei. Dieser Gormlys hat meine Eltern umgebracht, er hat den Tod verdient. Ja. Jetzt mal mit ihr, Tachalis, ja, reden. Lass mich in Ruhe, ich habe nichts mit euch zu besprechen. Bitte, Milady, ich habe mit Matteo gesprochen. Ich weiß, dass Matteo fälschlich angeklagt wurde, alte Hexe. Warum habt ihr den besten Freund eures Sohnes mit falschen Anschuldigungen verraten? Gräfin, kennt ihr einen Weg, wenn man in die Burg gelangen könnte? Ich bitte mich mit Gromnir treffen. Mein Sohn ist verschwunden und mein Ehemann wurde von Gromnir verbannt. Bitte lasst mich einfach in meinen Schmerz allein. Ja, nehmen wir mal die drei. Ich wurde dazu gezwungen. Kisa Jirai hat mich dazu gezwungen. Er hat meinen Jungen, meinen Adric, gekidnappt. Er sagte mir, er würde ihn freilassen, wenn ich Matteo beschuldigen würde. Aber jetzt hat er Wort gebrochen. Er hat gesagt, er würde meinen Sohn doch behalten, um sicherzugehen, dass ich ihn nicht verraten würde. Ich fürchte jetzt das Schlimmste. Ich fürchte, dass Kisa nicht vorhat, meinen Sohn freizulassen.
Was für ein Verrat. Kissers Scherei muss einer gerechten Strafe zugefügt werden. Was für eine Schlange. Wenn ihr wollt, könnte ich ihn für euch töten. Ihr hättet ihm einen Dolch in den Bauch rammen sollen, als die ganze Sache angefangen hat. Was für ein Verrat. Nein, Kissa, darf nichts passieren. Ich will dich an. Er ist der Einzige, der weiß, wo mein Sohn ist. Was soll ich also für euch tun? Wenn ihr Kissa diese Sache durchgehen lasst, bekommt ihr euren Sohn auch nicht zurück, Gräfin. Ihr wollt also Matteo einfach im Gefängnis verrotten lassen? Mir auch egal. Was soll ich also für euch tun? Nehmen wir mal die zwei. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte ja, dass Matteo freikommt. Ich möchte ja, dass Kissa bestraft wird. Aber mehr als alles andere möchte ich, dass mein Sohn wieder sicher und wohlauf an meiner Seite ist. Armer Matteo. Er ist ganz allein auf dieser Welt, so wie Minsk es war, bevor Bo ihn fand. Ja, Bo, du hast recht. Als Händler müssen wir den einsamen Gesellschaft leisten. Wir müssen den Hilflosen helfen, die Angeklagten freisprechen. Ach, ihr weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe nur wenig, mit dem ich euch belohnen kann, aber vielleicht könnt ihr ja zu Kissa gehen und mit ihm sprechen. Vielleicht könnt ihr ihn irgendwie davon überzeugen, meinen Sohn freizulassen. Könnt ihr mir sonst noch was sagen? Sonst gibt es nichts zu sagen. Geht bitte zu Kissa und sprecht mit ihm. Ja. Der Sohn der Gräfin Santele ist entführt worden. Kissa Jirai, der Entführer, hat die Gräfin dazu gezwungen, Matteo des Verrats zu bezichtigen. Er hat ihr gedroht, sie würde Adric andernfalls nie wiedersehen. Die Gräfin hat getan, wie ihr geheißen, aber dennoch wurde ihr Sohn nicht freigelassen. Sie ist jetzt der Ansicht, sie habe nichts mehr zu verlieren und hat mich gebeten, mit Kissa zu sprechen. Sie befürchtet jedoch, dass ihrem Sohn etwas zustößt und wird sollte Kissa ein Leid angetan werden. Ja, gut. Bevor wir das machen, geht ihr mal in den Tempel. Wir haben nur selten Zeit zum Plaudern. Schwierige Zeiten stehen uns bevor. Mist, habe ich das verbuggt? Das wäre nicht so gut. Wenn es das ist, was ihr wollt. Okay, wir können das nochmal ansprechen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Vielleicht ist da ein Trigger falsch gesetzt worden. Ja, Schwester Ferrell vom Tempel hat sich bereit erklärt, euch Zuflucht zu bieten. Geiste Wasern, die Mächtigkeit dieser Schwester scheint wahrlich keine Grenzen zu kennen. Ich danke euch, meine Fürstin. Ihr seid eine wunderbare und barmherzige Seele, dass ihr all das auf euch genommen habt, nur um uns zu helfen. Lasch, meine Freunde, wir wollen zum Tempel gehen. Ich bin so glücklich bei euch. 3000 Erfahrungspunkte, besserer Ruf, der eh nicht besser werden können. So, Arcana Archive. Wir sind alles am Hell. Keine große Herausforderung. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Ich danke euch, dass ihr mir helft. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ah, ich danke, dass ihr mir helft, ihr Liebsten meines Zauberbuchs auszuklären, Talisa. Kann ich euch irgendwie bei den Untersuchungen behilflich sein? Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Wie wär's, wenn du dein Gleichgewicht achtest, ja hier rum mal ruhig bist? Hector hat zugegeben. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Das ist ein bisschen schwach, dass die in den Dialogen so viel quatschen müssen. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Komm, Minsk, du fehlst noch. Hector hat zugegeben, dass er euer Zauberbuch gestohlen hat. Er gibt es zurück, wenn ihr von euch eine Schriftrolle mit Teleportieren erhält, um aus der Stadt fliehen zu können. Ich wusste ja, dass dieser Gauner dafür verantwortlich ist. Er ist allerdings ein David und glaubt, er könnte mittels einer Schriftrolle mit Teleportieren aus der Stadt entkommen. Ich habe eine derartige Schriftrolle und begann bereits gegen mein Zauberbuch zu tauschen. Allerdings ist sie nutzlos. Jagger, Shuras, Vakir haben mächtige Zauber gewirkt, um uns hier einzukerkern. Jeder, der versucht, auf magischem Weg zu entkommen, wird von den unsichtbaren Mauern abprallen. Sein Ende dürfte ziemlich gräulich sein und man wird Teile von ihm in weitem Kreis finden. Dennoch gebe ich euch auf jeden Fall die Schriftrolle mit, die Hektar gefordert hat. Ob ihr Hektar warten wollt, wie die Konsequenzen bei der Verwendung dieser Schriftrolle aussehen, blieb wohl euch, Talisa. Ich wünsche euch viel Glück, bringt mir mein Zauberbuch sicher zurück. Gut, wir haben eine Teleportierungsrolle. Lazarus Schriftrolle teleportieren. Diese Schriftrolle enthält einen einfachen Teleportationszauber, der einmal eingesetzt werden kann. Er würde es jemand ermöglichen, aus Saratosch zu teleportieren, wäre da nicht die magische Barriere, die durch Yagashuras Magier errichtet wurden. Würde man die Schriftrolle unter diesen Umständen verwenden, wäre das sicherlich tödlich.
Gut, das heißt, zurück in die Schenke, das... Schon erledigt. Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita Mortis. Heilen wir Maia Hira. Bis Talisa wieder aufsteht. Vita.